mal ein bisschen Erde zur Not oder sowas. Dass wir irgendwie zurückfinden. Zur Not, dann gib mir doch ein Schwert und die Rüstung da und. Da ist hier so ein Kreuz. Zur Not gib mir doch den ganzen Kram, weil. Also den Schwert, ein Schwert und die Rüstung. Weil ich hab noch volle Herzen. Ja. Och, nee. Ja gut. Bis hier hoch werden wir es schon noch schaffen, hoffe ich mal. Ja, rennt nicht so, ich hab hier gerade Probleme. Dann machen wir dazu. Obwohl, das war ja eigentlich die Abkürzung, oder? Ja. Ja, ist egal. Können egal, erstmal nach oben. Erstmal zurück in der Hoffnung, dass Tag ist. Ah, das ist doch mal vorhin hier. So, was haben wir jetzt hier drin gehabt? Alles mitnehmen. Oh, dunkel. Scheiß. Egal. Wir haben Fackeln, wir haben Schwerter. Ich habe keine Fackeln, aber ein Schwert. Ich habe auch keine Fackeln. Ich habe sogar ein Schild mitgenommen, ich Räuber. Oh, weia. Oh, hier ist aber nichts. Nichts gespawnt hier oben. Die haben sich nichts getraut hier. Ne, richtig so. So, damit es hier mal keine Missverständnisse gibt, machen wir hier mal Insel vorne. Unsere. Spawn. Eins. Und Agent. So, nur dass hier mal klar ist, wem die Insel gehört. Was machst denn du da? Ach, Saplings, okay. Dann mach ich hier hinterm Haus mal so fromm eben kurz mal so Bäume. Wir brauchen auch noch ganz viel Bäume. Da hinten ist ein Creeper. Oh. Da ist wir schon eins, wieder. So. 3, 4, dahin. So, das ist dann. Zack, zack, zack. So, erfolgreich eliminieren. Ach, scheiße, jetzt hast du hier eine zweite Reihe angefangen. Mitten in mein Beet. Oh. Oh. Naja, mein Gott, macht ja nichts. Doch. Das ist mein Beet, Mann. Tut mir, ich hab auch Gefühle. Heulen sie nie rum. So, dann. Leg das Beet mal so an, dass wir hier später auch ordentlich Saplings Quatsch-Dingens machen können, ne? Weed. Ich baue jetzt einfach das Haus mal relativ mittig hier auf die Insel. Was für ein Haus? Wir brauchen ja ein Haus, oder? Sieht doch doof aus, wenn alles so offen rumsteht. Ja, wir haben ja hier ein schönes Haus, hast du schon gebaut, jetzt baue ich es wieder ab. Ja, baue es bitte ab, es ist grottig. Das entspricht nicht mehr deinen Designansprüchen. Ja. Nee, jetzt wo sie weiß, was es geht. Sofort der Anspruch gestiegen, so sind sie die Frauen. Aber, ne? Nein, also wir wären ja bescheiden, würden unsere Lehmbude noch leben und die Mädels schon im Glaspalast. So, ich würde sagen, das reichen erstmal an Bäumen, wa? Ja, zumindest haben wir die Sachen mit der Erde weg. Hey, wer hat denn die Knochen? Die hat dich in die Kiste geschmissen. Ich? Rein. Ja, da könnte man dann gleich mal was mit machen. Entweder jede Menge Holz, obwohl die wachsen bestimmt schnell. Haben wir Samen? Also ich habe Pumpkin Seeds und Melon Seeds. Und ich mache auch gleich... Pumpkins brauche ich erstmal nicht. Na, dann mach doch erst Melon, bitte. Dann kann ich die schon mal... Dann kann ich die nämlich schon mal düngen und also hier... Ich denke, ihr habt doch normale Saplings gefunden, oder? Ja, na für... Naja. Keine Seeds. Keine Seeds. Ach so, ach ja, mein Fehler. Fail! Stopp! Die Sache können wir beschleunigen, warte mal. Wir sind ja nicht doof, also nicht ganz doof. Und zwar... Warten. Wir nutzen die Knochen jetzt gerade mal anders. Was tust du denn da? Wird gleich Synergie. Das weiß ich noch nicht so genau. Doch, doch. Warten Sie mal ab. Wenn er das sagt, wäre ich mir da auch nicht so sicher. Seid doof. Ja. Wissen wir schon. Dann haben wir das nicht jetzt bestätigt. Amtlich haben wir es jetzt. Genau. Ach, für Wiese. Du bist so schlau. Ja. Und das wird nicht funktionieren, weil du keine Wiese drauf hast. Na. Müssen wir warten, bis wir hier weg. Ach, wir sind so blöde. Was denn dir? Aus der Kiste. Ah, der Spawny ist doch schlauer, wie er riecht.
gut, dann machen wir hier jetzt später ein eine Weed Farm. Ja. Ich bin schlauer als wie ich rieche. Eigentlich von der Sache her kann ich doch mein Mikro aufmachen, oder? Warum bist du jetzt so komisch? Also. Weiß ich nicht. Nee, ich hatte nur gerade mein Mikro gemutet. Weil ich dachte eigentlich, ich könnte ja eigentlich auch über Fusselsmusel, Mutzel-Mikron. So. Ich bräuchte mal bitte Cobblestone. Wir müssten ja genug haben. Bitteschön. Und, ein bisschen Cobblestone brauche ich auch noch, warte. Hier. Hab auch noch. Wo ist unser Crafting-Tableau? Ich hab's nicht. Ah, ich hab's. Oh, lol. Ja, toll. Immer du fragst. Ja, würde ich sagen, können wir eigentlich einen Baum pflanzen? Oder wollen wir es mal lassen? Warte. Ich würde sagen, wenn wir einen Baum pflanzen, dann nehmen wir einen Dschungelbaum, oder? Weil die werden doch eigentlich höher. Ja, da brauchst du aber 4 Saplings und die müssen nebeneinander sein. Dann ist es erst spannend. Ja, dann machen wir das doch. Ich mache jetzt einfach mal den Crafting Table, so sinnloserweise hier mitten hin, ist jetzt mal völlig Rille. Wer hat denn die Stickies? Ich nicht, glaube ich. Nee? Weil ich brauche ja so eine Hoe, wenn ich das da hinten platt machen soll und mal langsam pflanzen soll. Du meinst so? Ja, der ist aber nicht so hoch geworden. Aber jetzt hast du natürlich jede Menge Holz. Holz und Saplinge. Was hast du jede Menge jetzt draufgehen lassen? Das waren 4 Saplinge? 4 Saplings und einmal Bromil. Ah, cool. Und jetzt habe ich noch 2-mal Bromil und das wollte ich dann hier drüben für die Wiese nehmen. Damit wir im Optimalfall dann ein bisschen Seeds rauskriegen. Wenn alles gut läuft. Achso, du baust dich ja eh wieder hoch. Stimmt, du hast ja da deine Technik. Ja, nicht nur das, ich brauche jetzt Holz, weil ich muss ja was bauen. Ja, jetzt haben wir es ja. Ja, würde ich sagen, machen wir die Dschungelbäume direkt als 4er, oder? Ach, das ist egal, oder? Ja, nimmt weniger Platz weg. Obwohl, Platz haben wir eigentlich mehr als genug. Geil. So, jetzt habe ich mal eine Hoe gemacht. Jetzt kann ich mir auch guten Gewissens endlich mal eine Schaufel machen. Ach stimmt, jetzt können wir uns ja Werkzeuge bauen, wa? Oh. Hat jemand noch einen Cobblestone für mich? Ich habe irgendwie zu viele weggeschmissen. Warte, ich habe die noch da. So, das wohl hässlichste improvisierteste Haus? Ever. Maria, ja, ganz ehrlich, und ewig. Das Ding sieht scheiße aus, aber ist egal. Naja, natürlich sieht es scheiße aus. Platz hat ist ja in der Wände kleinsten Hütte, war. Genau. Ja, der Gedanke zählt. Der Wille. Wir brauchen ja nicht viel Platz. Und wenn nicht, können wir ja immer noch unten bauen. Sobald wir genug Holz haben und ja. Da, was legt so mal erstmal ein paar Werkzeuge? Oh, ich habe ja hier noch so viel. So, der erste Spaten ist gedingenst. Es gibt irgendwann Melonen. Ich hätte auch gern Werkzeug. Warte, ich mache erstmal zu Kisten. Ich hab 2 Kisten. Hast du schon? Mhm. Kisten von unten noch. Ich habe auch noch eine Kiste. Weil dann setzt die mal da alle. Dann können wir mal ein bisschen Tüdelkram basteln. Also Doppelkisten oder Einzelkisten? Nee, mach mal Doppelkisten. Passt mehr rein, dann können wir erstmal ein bisschen sortieren. So, Komm in die Doppelkiste, kann ja schon der ganze Material-Crap rein hier, Blocks einmal und da. Scheiße. Kommt jemand her wegen einer Axt, wegen einer Hacke? Wie wegen einer Hacke? Na, ich mache jetzt alles doppelt. Oder soll ich alles gleich dreifach machen? Ich hab schon alles, ich brauch nichts mehr. Nur doppelt. So. Hacke, Messer, ja, geht los. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Alles unterwegs. Weil eine Axt finde ich quasi doof. Das war jetzt. Obwohl Materialverschwendung ist es ja jetzt nicht mehr. Nee, so, jetzt noch 2 Schwerter. Jetzt muss ich mal ins kurz wegschmeißen. Plus
Sein Schwert. So. Zeig auch alles. Gut. Anni, eine Schippe fehlt noch. Eine Schippe brauche ich definitiv nicht. Das ist für mich das Sinnloseste. Ich will eine Schippe haben. Überhaupt. So, dann holen wir mal den Crafting Table rein. Damit er auch da ist, wo er hingehört. Damit er auch gleich weiß, was los ist. Zack. Schon geht die Sortiererei hier wieder los, wie blöd. Ich sehe es schon. Ja. Mein Gott, ist die Bude dunkel. Bisschen. Also, ich glaube, wie noch jetzt? Noch? Nee. Dann nee, du kannst auch bald hier hinten, da wächst schon jede Menge Gras, kannst du dein Dingens machen hier, deine Bone Meal Geschichte. Ich hoffe, du hast noch was. Ich wollte auch gerade hoch. Egal. Mach du. Wir haben noch gar keine Fackeln. Oder hat jemand noch Fackeln? Da bin ich jetzt gerade dran. Na gut, ich habe ja ein bisschen Kohle reingelegt in so einen Ofen. Wir können ja jetzt jede Menge Holz da reinwerfen. Ja, oh mein Gott. Ja. Wir haben bloß gar kein unverarbeitetes Holz mehr. Ich habe gerade ein bisschen was gehackt dafür. Cool. Hast du die tolle Treppe kaputt gemacht? Nee, ich habe extra so abgebaut, dass er da weitermachen kann. Okay. Mein Gott, sieht das Haus scheiße aus. Man kann halt nicht alles haben. Ja gut, ja, wenn wir jetzt Kohle haben, dann können wir ja Glas machen und so. Ja, und ich meine, den kann man ja auch noch austauschen gegen Holz nachher. Oder noch mehr Stone. Now we have different kinds of wood. Alles wird gut. Geil, so wenn man Holz hat, ist schon in Minecraft schon wieder alles gut. Ich habe ein Sapling. Ein Dschungel-Sapling. Da hast du die vergessen. Da oben. Warte, achso, da fehlt noch was, stimmt. Na, welche Diskussion hatten wir die letzten Male? Einmal mit Profis arbeiten. Aber ehrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nun hat die Map schon wieder so ein bisschen den Reiz verloren. Wieso? Warum? Na, jetzt haben wir ja alles. Das ist ja schwer, fast langweilig. Ja, es ging jetzt schnell, muss man sagen. Aber ein Holz gefunden und schon geht das sowieso, macht das einen Sprung. Ja. Boah, ich hab mal kurz meine Erde mit reingelegt in die Kiste. Also Holz ist jetzt schon nicht mehr das Problem. Ich habe ja auch jede Menge Holzsorten jetzt. Alles gerade gewachsen. Ich habe auch jetzt... Wollen wir mal gleich mal sortieren, wa? Mach mal wieder meine Holzsortieranlage hier. Warte mal, wenn da unten, ich vermute ja mal, der hat nicht das ganze Level neu gemacht, sondern wirklich nur den Startbereich, hat so kleine Punkte gesetzt, dann wird es ja auch normale Ressourcen geben. Das heißt, wir werden auch irgendwann Eisen finden und all diesen ganzen Firlefanz. Ich denke auch. Da. Egal, was mache, das Haus sieht immer beschissener aus. Guck mal hier, ich habe verschiedene Holzsorten, Maria. Kannst du jetzt mal austoben hier, schau mal. Ja, aber das Stein bleibt jetzt, basta. Dunkles Holz, ich habe helles Holz. Ach, super. Guck mal, das hier ist aber normales Holz und dann gibt es auch noch ganz helles Holz. Und hier draußen ist schon wieder eine Birke gewachsen, also alles gut. Du kannst dich holzmäßig so richtig entblößen quasi. Entblößen? Kannst du richtig die Sau rauslassen. Aha. Trappel mal nicht auf meinem Feld rum. Wo soll ich jetzt die Seeds hinlassen? Ich hab 4 Stück. Ja, warte, ich habe jetzt hier 5-mal Dings Pumpkin und da drüben gesammelt. Wir können jetzt das Feld hier einfach erweitern. Lass mich das mal eben vornehmen. Grab doch einfach vorne um. Hier kannst du schon mal machen, ja, das stimmt. Das meine ich ja. Aber wir haben doch bestimmt irgendwo Erde, oder? Ja. Der nächste ist die jetzt drin. Ich hol kurz. Weil das hat ja hier alles quasi auch System und so. Braucht er denn? Jede Menge. Alles. Schmeiß alles her. Dann muss ich den Rest auch noch holen. Boah, Stress. Zombiefleisch. Yummy, yummy. Yummy.